Hallo, guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einem neuen Ausflug in die bunte Welt von Warcraft 3. Weiter machen wir heute mit der Untotenkampagne. Thema gestern mit dem Prolog und dem Ich stehe für das Licht angefangen haben mit der Menschenkampagne. Ja, zweite Kampagne im Spiel, die Untoten. Ziemlich habe ich sehr begrüßt damals diesen Fronten-Seitenwechsel. Fand ich sehr erfrischend, sehr schön. Und ich denke, wir hüpfen am besten gleich einfach ins Spiel. Schön, dass wieder so viele Leute dabei sind. Prost, dieser Donut ist für euch. Moin, Schorsch, grüß dich. Tada! Here we go. So, eins im Spieler. Meine Brille ist wieder heile. Ich habe das Ersatzgestell gefunden. Welches mir der Augenmeister damals mitgeschickt hat. Da habe ich jetzt die Gläser umgezogen und ich glaube, es funktioniert ganz gut. Das ist zwar auch nicht. Hier, der Bügel ist halt im Eimer. Darum hat er mir das auch als Ersatzgestell mitgeschickt. Macht aber keinen Unterschied zu meiner jetzigen, da ist der Bügel noch mehr kaputt. Also insofern. Alles gut. Ich guck mal, ob ich damit jetzt gut zurechtkomme. Ich habe gerade schon ein Ründchen PUBG mit den Jungs gezockt. Das war sehr intensiv. Und jetzt dachte ich mir, komm. Kann man noch ein bisschen Spaß haben mit einen richtigen Klassiker für mich. Der Pfad der Verdammten. Die Untoten-Kampagne. Don't cry, little girl. Moin. Grüß dich. Immer ein Chaos hier. Kommt nur jeden Tag Post rein. Der Marsch durch die Asche. Die vom Lichtkönig ausgehende Seuche des Untodes hat sich in der ganzen Hauptstadt und bis zu den Grenzen Lordaerons ausgebreitet. Die durch den Verlust ihres geliebten Königs geschockten und ermutigten Streitkräfte von Lordaeron wurden von den raubgierigen, untoten Kriegern in alle Winde verstreut. Nun ist Lordaeron nur noch ein Schatten seiner einstigen Größe und Prinz Arthas wird immer noch vermisst. Barabbas! Vielen Dank dafür! Warum kommt das nicht? Bastelnacht gibt's jetzt erstmal nicht. Kann ich nicht. Warum kommt denn hier kein Alarm? Weil ich mir das Schlüsselbein gebrochen habe. Ich kann keine Rechner im Moment bewegen. Ich refreshe mal den Cache von dem ollen Ding hier. Der Chat läuft ja. Tipi hat mir jetzt aber nichts angezeigt und ich habe auch nichts gehört. Wieso auch? Ich habe ja hier gerade das Fenster aufgemacht. Ist der Ton davon noch gemutet? Nein, ist er nicht. Wartet mal, ich mache mal einen Test. Simulator Donation. Ich höre es nicht am PC. Warum nicht? Wo ist denn da der Sinn? Das hier ist mein Standardwiedergabegerät. Es wird nichts verringert, wenn das im Hintergrund läuft. Ich höre es hier über mein Headset ganz schön laut. Aber. Hä? Warum nicht am gleichen PC? Machen wir es halt so, ist mir auch egal. Ich raff es nicht. So, jetzt mein Headset ganz laut. Dann kriegen wir es auch so mit. Bis es explodiert. Naja, keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Gut. Wunderschön. Anonymous. Weiter mit beliebiger Taste. Who's this guy? Was ist das für ein Trick? Mal Garnes,
Ich weiß nicht, wie ihr überlebt habt, aber... Beruhigt euch, Prinz Arthas. Mein Name ist Tichondrius. Ich bin ein Schreckenslord wie Mal'Ganis, aber nicht euer Feind. Tatsächlich möchte ich euch beglückwünschen. Mich beglückwünschen? Ihr habt euren eigenen Vater getötet, dieses Land der Geißel ausgeliefert und somit eure erste Prüfung bestanden. Der Lichkönig begrüßt euren Enthusiasmus. Ja, in seinem Namen habe ich alles und jeden geopfert, den ich liebte. Und empfinde dennoch keine Reue, keine Scham, kein Mitleid. Die Runenklinge, die ihr tragt, wurde vom Lichkönig geschmiedet und vermag Seelen zu stehlen. Eure hatte sie als erste gefordert. Muss ich eben ohne zurechtkommen. Was ist des Lichtkönigs Begehr? Der Kult der Verdammten muss wieder zusammengerufen werden. Viele der Anhänger haben sich unter der Bevölkerung versteckt. Sobald ihr sie versammelt habt, gebe ich euch neue Anweisungen. Hi Master, Master Lieutenant LTD. Was ist Akolyten das diesmal? Retten. Arthas muss überleben. Der Arthas ist jetzt der Todesritter. Und ich habe jetzt mal die Tooltips wieder angemacht. Dann sieht man nämlich hier auch, was diese ganzen Klamotten machen. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Das sind die Ghouls, erinnern so ein bisschen an Zerklinge. Niemand erteilt mir Befehle. Nahkämpfer. Seid gegrüßt, großer Lord. Kel'Thuzad, unser Meister, tat uns eure Ankunft kund. Kel'Thuzad? Woher konnte er wissen? Seid wachsam. Wenn das Stadtvolk eure untoten Begleiter sieht, ruft es die Wache, um euch aufzuhalten. Was ist es diesmal? Ah, hat das endlich. Zu roten Akolyten bringen, um diese zu retten. Aber Achtung, jeder Stadtbewohner, der ihn sieht, alarmiert die Wachen. Endlich. Das ist schon besser. Okay. Endlich. Vorsicht. Das ist schon besser. Endlich. Prinz Arthas? Zu den Waffen! Endlich. Sprecht, Dummkopf. Was liegt an? Was ist es diesmal? Frostmourne hat Hunger. Keine benutzbaren Leichen in der Nähe. Ist hier doch ein Quatsch. Sprecht, Dummkopf. Akolytenversteck. Örtliche Bevölkerung. Ja, was können wir machen? Ihn töten oder was? Jetzt, Frostmourne. Umbringen! Erbarmen, mein Leben für Ner'zhul. Das ist schon besser. Okay, wir haben einen gerettet. Frostmourne hat Hunger. Würdest du auch mal Sacred 2 spielen? Bin ich Sacred 2 vor allem? Ah, endlich. Der Toni hat auf 6 Monate verlängert. Frostmourne hat Hunger. Eiewitzka, warum taucht das nicht auf? Das ist schon besser. Endlich. Die Toten sind auferstanden. Wachen! Das ist schon besser. Wachen, helft mir. Riesigen Friedhöfe. Die dort Begrabenen werden euch gut dienen. Kannst du das nicht nochmal teilen jetzt, Toni? Über den Chat taucht doch so ein Symbol ein schon auf. Besser. Ja, hau sie alle um. Frostmourne hat Hunger. Schlag Alarm! Brauchen keinen Alarm, wir müssen einfach alle umhauen. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Arthas zum Friedhof führen. Also, ich bin mit Sacred 1 schon nicht so richtig warm geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl das total hübsch ist und... Endlich. Das potenzielle... Ich werde eure Augen sein. Super coole Diablo-Thema verfolgt, aber irgendwie war das alles nicht so the burner. Ja, in Blau. Ja, wenn du das anklickst, dann... müsstest du doch eigentlich das dann kundtun können, nochmal teilen können, dann taucht das auch auf. Jedenfalls vielen Dank dafür. Sehr geil. So, das hier sind Schemen. Unsichtbare... welche man wunderbar als Scouts benutzen kann. Ich schau mal rein. Ich muss aber leider mit Arthas dahin, ne? Was liegt Niemand an? Erteilt mir Befehle. Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. Was spricht? Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Was liegt an?
Vorsicht! Brecht, Dummkopf! Endlich! Niemand erteilt mir Befehle! Ich hab meinen Ghoul verloren! Brecht, Dummkopf! Holy shit! Frostmourne hat Hunger! Eure Pein wird ohnegleichen sein! Niemand erteilt mir Befehle! Wie stark ist denn dieser Stadtwächter, was bitte? Was ist das diesmal? Vorsicht! Ich werde direkt mal sterben wegen der Sicherheit. Sprecht, Dummkopf! Hau! Das ist schon besser. Ah, endlich! Endlich! Jetzt, Frostmourne! Was liegt an? Alter, Vorsicht. Ist der stark! Da ist er doch! Hurra, hurra, hurra! Dankeschön! Und Pflaumenbart auch. Danke sehr dafür. Mensch, jetzt habe ich mir das doch zu leise gemacht hier. Warum auch immer er das auf dem Rechner selber nicht wiedergibt. Das ist schon besser. Großer Heiltrank. Tipptopp. Nehmen wir mal. Was ist das diesmal? Ich soll ja eigentlich nur Akolyten holen, ah, aber... endlich. Frostmourne hat Hunger. Ich tu doch gar nichts. Endlich. Ah, ich lebe endlich. Nur, um euch zu dienen, großer Lord. Endlich. Ah, Warcraft endlich. 4, Wunschdenken, ja. Endlich. Echtzeitstrategiespiele werfen leider nichts mehr ab. Spielt keiner mehr. Was muss offenbart werden? Mal sehen. Das Problem. Ich gehe ungesehen. So, da ist wieder einer. Sprecht, Dummkopf. Frostmourne hat Hunger. Hallo du, komm mit. Mein Leben ist schon besser. Für Ner'zhul. Frostmourne hat Hunger. Die sehen mich doch immer. Was soll das denn? Endlose Pein. Meine Sehkraft gehört euch. Da. Mal sehen. Ich schau mal rein. Ich gehe ungesehen. Was ist mit der 9.7 passiert? Die hat irgendwann einen Pixelfehler gemacht. Das war damals, als ich Warcraft 3 gesuchtet habe, hatte ich eine 9.7er. Und ich habe Warcraft 3 wirklich nach dem Release ein Jahr tutto completo durchgespielt. Alles soll offenbart werden. Irgendwann war sie kaputt. Das war eine schöne Herkules. Schau mal rein. Oh, hier ist aber... Da steppt aber der Bär, da gehen wir besser nicht lang. Alles soll offenbart werden. Und das ist halt so ein netter Fakt. Background quasi. Zu ich gehe ungesehen. Diesem schönen Spiel hier. Mal sehen. Nein, das ist Geschichte. Ich schau mal rein. Ich gehe ungesehen. Alles soll offenbart werden. Was ist das? Reicht das nicht, wenn ich mit dem Ghoul dahin gehe? Der Ghoul ist doch fast unsichtbar. Ah, scheiße. Hallo. Ja, toll, funktioniert gar nicht. Ich muss mit Arthas dahin. Hilfe, die Untoten sind zurückgekehrt. Da ist gar keiner. Da ist überhaupt niemand. Was muss offenbart werden? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mal sehen. Ach du Scheiße. Was auch immer die da beschwören sollen. Vorsicht. Was ist das diesmal? So. Ist auf jeden Fall genial, wie, das ist schon besser. Wie der später abgehen kann, der Todesritter. Endlich. Vor allem mit dieser Aura hier. Endlich. Der unheiligen Aura. Ah, endlich. Das ist schon besser. Extrem cool. So, noch ein Akku. Die Verdammten stehen bereit. Endlich. Vorsicht. Meine Sehkraft gehört euch. Sprecht, Dummkopf. Frostmourne hat Hunger. Abend, 8-Core-Prozessor. Das ist schon besser. Oh, shit. Ah, endlich. Das ist schon besser. Was ist das diesmal? Lalalalalalala. Ah, endlich. Das ist schon besser. Wir rennen da mal weg. Was muss offenbart werden? Lasset mich mal auskundschaften hier. Ich schau mal hier können wir rein. Doch lang. Sprecht, Dummkopf. Erstmal wieder zurück. Gar nicht so einfach. Danke, Corvinus.
Ah, so. Endlich. Endlich. Dann mal hier unten lang. Meine Sehkraft gehört euch. Ich gehe ungesehen. Da ist doch mal wieder einer. Alles soll offenbart werden. Was ist das werden. Diesmal? Frostmoon hat Hunger. Muss echt der Arthas hingehen, ne? Man kommt an seinem Ghoul nicht vorbei. Sprecht, Dummkopf. Priceless. Na, dicker Mix. Ah, endlich. Ich lebe nur, um euch zu dienen, großer Lord. Frostmoon hat Hunger. Was muss offenbart so, werden? So, die halten am Pläuschchen. Ich gehe ungesehen. Ist nicht so cool. Da sind auch ganz viele. Mal sehen. Hier Ritter. Ich gehe ungesehen. Mit dem können wir uns natürlich nicht anlegen. Mal sehen. Die kloppen sich da. Ich gehe ungesehen. Das ist so geil, echt. Ja, wo gehen wir mal denn da lang? Sehen. Ich gehe ungesehen. Hier schnell vorbeireiten. Alles soll offenbart werden. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon die besser. Untoten. Endlich. Schlagt Alarm. Ah, endlich. Hau so um. Das ist schon besser. Ah, endlich. Endlich. Ah, endlich. Nur um euch Frostmoon hat Hunger. Meine Sehkraft gehört euch. Das läuft in 1440 mal 1080. Sprecht, Dummkopf. Was muss offenbart werden? Was ist das diesmal? So. Meine Sehkraft gehört euch. Ich schau mal rein. Da ist einer. Mal sehen. Oh, der Ritter, okay. Ich schau mal rein. Ja, wir müssen uns überwachen, dass der Ritter gerade nicht da ist. Vorsicht. Endlich. Dem ist echt nicht zu spaßen. Ah, endlich. Nein! Endlich. Frostmoon hat Hunger. Die Verdammten das ist schon stehen besser. Bereit. Ah, da gibt's noch eins. Ausbüchsen. Das ist schon besser. Endlich. Ich habe Glück. Diese Gräber sind noch frisch. Im Namen des Lichtkönigs. Stehet auf und wandelt. Ah, endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. Die Synchro ist super. Was ist das diesmal? Muss spachteln. Ich esse tote Menschen. Die knistern nur so ein bisschen. Sprecht euer letztes Gebet. Banditen, lauft! Ja, die Banditen helfen uns quasi. Erbarmen, Milord! Sprecht, Dummkopf. Frostmoon hat Hunger. Was muss offenbart werden? Dragoneye, moin! Vorsicht! Endlich! Na, man muss das eigentlich ausnutzen, das um hier besser. Akolyten zu rekrutieren. Ah, da ist noch einer. Endlich! Ich beuge Frostmoon mich hat Hunger. Ich 20 Stück sein, Sprecht, meine Güte. Dummkopf. Ah, endlich! Endlich! Frostmoon hat Hunger. Oh, Bandits. Ah, endlich. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Vielleicht aufpassen, wenn die hier vergiftet sind. Dürfen die nicht so nah an anderen Leuten Sprecht, stehen? Dummkopf. Spinnenringe erhöht die Beweglichkeit des Helden um 1, wenn getragen. Was liegt Vorsicht! An? Mein Leben für Endlich. Ner'zhul.
Ein Leben für Ner'zhul. Jetzt, Frostmourne! Lohnt sich das? Sprecht, Dummkopf. Jetzt, Frostmourne. Jetzt werdet ihr leiden. Jetzt, Frostmourne! Auf die Fresse, Frostmourne! Moin, Brommer! Endlose Pein wird euch erwarten. Niemand erteilt mir Befehle. Muss offenbart werden. Vorsicht. Nichts drin hier im Banditenversteck. Meine Sehkraft gehört euch. So, da ist wieder so ein Timmy. Ich gehe ungesehen. Seine Mama, die auf dem Feld steht im Regen. Ich macht Sinn. Schau mal rein. Ich denke, wir müssen jetzt das Tor kaputt machen. Ich gehe ungesehen. Was ist das diesmal? Oder ist hier unten noch was? Vorsicht. Augen sein. Lalalalalala. Das ist ein Akolyt. Was ist das diesmal? Die Dame geht einfach ins Haus. So macht man es richtig. Ah, vorbildlich. Meine Sehkraft gehört euch. Da ist auch noch einer. Das ist schon besser. Banditen haben gewonnen. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Ich beuge mich eurem Willen. Endlich. Ich werde eure Sprecht, Augen Dummkopf. Sein. Das Kapuzzerhorn macht jetzt keinen Vorsicht. Sinn. Frostmourne das hat muss Hunger. Offenbart werden. Niemand erteilt mir Befehle. Ich beuge mich eurem Willen. Haut sie um. Meine Sehkraft gehört euch. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Frostmourne ich kann mit diesem Todesmantel auch meine Ghule heilen. Aber das Schöne ist halt, dass die Kannibalismus beherrschen. Das heißt, sie können sich selber ein bisschen gesund futtern. Vorsicht. An Leichen. Das ist schon besser. Ich werde eure Augen sein. Alles soll offenbart werden. Guten Abend, Vagga. Ich schau mal rein. Da ist noch ein Akolyt. Ich gehe ungesehen. Da ist ein Ritter. Mal sehen. Alles soll offenbart werden. Sechs Leute müssen wir noch mal holen. Sehen. Da ist auch noch einer. Alter Falter. Was niemand erteilt werden. Mir Befehle. Erbarmen, die Verdammten Lord. Stehen Endlich. Bereit. Das stehen ist bleiben. Schon besser. Sprecht, Dummkopf. Oh Mist, jetzt haben wir den Ritter gepult. Endlich. Ihr solltet in der Hölle schmoren. Hast du vermutlich recht, aber jetzt musst du leider. Jetzt hast du leider gelitten. Vorsicht. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Umgekippt. Dann sieht man, wie er sich heilt. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Ich werde eure Augen sein. So. Alles soll offenbart werden. Mal sehen. Ja, hier war Vorsicht. Noch einer. Los geht's. Das ist schon besser. Hört sich an wie Cornflakes. Ach kommt, ihr scheiß Stadtwächter. Frostmourne hat Hunger. Meine Güte. Die Ghule sind die schwächsten Nahkampfeinheiten. Wir haben aber den Vorteil, sie sind die besten Holzklopper im Spiel. Das ist schon besser. Endlich. Das ist schon besser. Ich beuge mich eurem Willen. Endlich. Erbarmen, ja, ja, auf die Fresse. Endlich. Was muss offenbart werden? Alles Was ist soll das diesmal? Werden. Ich lebe nur um Frostmourne hat Hunger. Drei noch. Ich werde eure Niemand Augen erteilt sein. Mir Befehle. Erbarmen, Endlich. Lord. Das muss offenbart Sprecht, werden. Sprecht, Dummkopf.
Frostmourne hat Hunger. Ich spiele auf normal. Niemand erteilt mir Befehle. Schwer muss jetzt nicht sein. Ah, endlich. Erbarmen, Milord. Ja, ja. Frostmourne hat Hunger. Ihr habt uns alle verraten. Endlich. True Story, Bro. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Ah, endlich. Komm halt her. Was muss offenbart werden? Ich schau mal. Ja, wir brauchen noch drei Akolyten. Ich gehe ungesehen. Sprech, Dummkopf. Ich werde da ist noch einer. Augen sein. Alles soll offenbart werden. Kinderparty. Ich gehe ungesehen. Mal sehen. Alles soll offenbart werden. Halt mir Befehle. Da sind noch ganz viele. Aber werden hart bewacht. Das ist schon besser. Vorsicht. Was sind hier oben? Da ist noch ich einer. Ich beuge mich eurem Willen. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Das ist schon besser. Ah, endlich. Das ist schon besser. Ja gut, das sind die starken Ritter, ne? Mein Leben und, die Untoten machen das halt auch so ein bisschen über die Masse. Beziehungsweise sie haben auch starke Einheiten, aber jetzt die Ghouls sind halt wirklich so ohne Upgrades. Ah, endlich. Sehr, sehr schwach. Das ist schon besser. Ja, was macht man denn jetzt? Hier reinrushen und alle Akolyten holen oder was? Oh, lalala. Mein Leben, ich freue mich. Tschüss, wir sind wieder weg. Endlich. Endlich. Wollte nur die Mission erfüllen. Ah, endlich. Bye bye. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Gut gemacht, Todesritter. Der Kult ist fast vollzählig. Lordaeron liegt in Schutt und Asche. Was nutzen uns diese Kultanhänger jetzt? Sie unterstützen euch bei eurer nächsten Mission. Und die wäre? Ihr geht nach Andorhal und bergt die Überreste des einstigen Meisters der Akolyten, des Totenbeschwörers Kel'Thuzad. Gewonnen! Die ersten 15 Minuten verpasst. Ja, so viel hast du nicht verpasst. Arthas wird von der Klinge beherrscht und kümmert sich nicht darum, dass er seinen Vater getötet hat und sein Volk ins Verderben gestürzt hat. Die Klinge hat seine Seele übernommen. Am nächsten Morgen am Rande von Andorhal. Die Zwischensequenzen sind so top gemacht in der Game-Grafik. Das ist so geil. Von der Atmosphäre her und alles. Ganz toll. Was zum Teufel ist das? Fleischwagen. Mit diesem schlichten Behältnis könnt ihr die Überreste unseres Meisters transportieren. Könnt ihr die Überreste nicht einfach erwecken, wenn wir sie finden? Verzeihung, Lord. Aber ein Wesen mit Kel'Thuzads Macht kann nur in einem Nexus starker Ley-Energie wieder erweckt werden. Und solche Orte gibt es in diesem Land nicht. Wohlan denn. Brechen wir auf. Danke für die Erklärung. Den Paladin töten, der den Friedhof bewacht. Sprecht, Dummkopf. Was ist es diesmal? Das ist schon besser. Kadaver holen, okay. Sprecht, Dummkopf. Endlich. Vorsicht. Na dann. Sind Belagerungswaffen. Habt ihr was zu feuern dabei, oder? Jo. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Ah, endlich. Sprecht, Dummkopf. Oh, das ist natürlich ganz prickelnd. Frostmourne hat Hunger. Jetzt werdet ihr leiden. Ah, endlich. Frostmourne hat Hunger. Naja, Ripp, vielleicht nochmal neu installieren. Vorsicht. Ich hatte da ja bereits was, Wahnsinn, vorgefertigt. Zu spät ist. Tretet beiseite, Bruder.
Ich bin ein paar alte Gebeine holen gekommen und möchte nicht gestört werden. Ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. So, machen wir das hier mal kaputt. Vorsicht. Das ist schon besser. Frostmoon hat Hunger. Endlich. Frostmoon hat Hunger. Das ist schon besser. Was liegt an? Sprecht, Dummkopf. Frostmoon hat Hunger. Vorsicht. Wir belagern hier mal alles weg aus dem Weg. Ja, RIP's Streaming-PC ist angekommen und die Post hat ganze Arbeit geleistet. Dicke Delle hinten, Netzteil ein bisschen verzogen, alles. Gut, ich muss meinen Schuh auch ein bisschen anziehen, war wahrscheinlich nicht ausreichend genug verpackt. Endlich. Nur ein Gehäusekarton mit Polsterung drin ist halt wahrscheinlich zu wenig. Das ist schon besser. Unglaublich, dass wir euch je Bruder nannten. Ich wusste, es war ein Fehler, einen verzogenen Prinzen in unseren Orden aufzunehmen. Ihr habt die Silberhand zum Gespött gemacht. Niemand erteilt mir Befehle. So, Paladin haben wir schon mal umgenutzt. Vorsicht. Ah, endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Diesmal. Sprecht, Dummkopf. Ja, solange du nicht dieses super feine Styropor hast, dieses S-förmige, womit du das Paket einfach komplett voll machen kannst, hast du tendenziell Vorsicht. Ganz schnell verloren. Das ist endlose Pein wird euch erwarten. Ätzend. Aber eigentlich lief jetzt soweit alles gut. RIP hat jetzt alle Capture-Karten reingezimmert. Kann natürlich immer noch sein, dass es jetzt vielleicht mit einer dann eventuell Konflikte gibt. Endlich. Oder jetzt halt beim Zugriff in OBS. Frostmoon muss er dann halt Hunger. Mal ausbaldowern, weil eigentlich läuft der Rechner zum Glück noch. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Ja, die haben so einen Ausfüllschaumstoff für den Innenraum, der sich irgendwie aufbläht oder so. Wie so Bauschaum oder sowas. Das ist schon besser. Ah, endlich. Was gibt's hier? Kommt jetzt, Totenbeschwörer. Die Mächte, denen ihr einst dientet, brauchen euch wieder. Ich sagte doch, mein Tod bedeutet nichts. Verflucht. Höre ich jetzt Gespenster? Ich bin's, Hiltusat. Ich habe mich nicht in euch getäuscht, Prinz Arthas. Tadam! Ihr habt so lange gebraucht. Diese Überreste sind stark verwest. Sie werden die Reise nach Kel'Thalas nie überstehen. Kel'Thalas? Ja, nur die Energien des Sonnenbrunnens der Hochelfen können Kel'Thuzad jetzt noch erwecken. Und was ist zu tun? Ihr müsst eine ganz spezielle Urne von den Paladinen stehlen. Legt die Überreste des Totenbeschwörers hinein und er wird gut für die Reise geschützt sein. Wie ihr wünscht. Der Towerkühler ist natürlich auch leicht verzogen. Wo soll mein Blut vergossen werden? So, jetzt bauen wir hier mal. Wo sind die Mine? Da ist die Mine. Euer Wille geschehe. Ja, Meister. Eine Verseuchung entsteht, wenn untote Gebäude herbeigerufen werden. Gebäude können nur auf eine Verseuchung herbeigerufen werden.
Die einzige Ausnahme hier macht die Nekropole. Genau. Die beschwören nämlich einfach die Gebäude, die, die Untoten, das ist ziemlich cool. Dann mache ich ein bisschen Holzfarmen hier. Ghule sind die Holzmeister überhaupt. So, verhexte Goldmine, Nekropole, Gruft, die Friedhof, Untoten 13 müssen eine Borats. Goldmine verhexen, bevor der Akolyt mit dem Goldabbau beginnen kann. Genau, das machen wir gerade. Ja, CPU ist noch fit. Ich habe den Kühler auch quasi dann auch mit Styropor aufgefüllt bis zum Gehäusedeckel, dass ich da eigentlich nicht so viel bewegen kann. Trotzdem sind diese beiden Türme leicht verbogen jetzt. Ja. Bin mal gespannt, was der Ripp gleich schreibt, ob er was rausgefunden hat. Ja, das ist irgendwo total aufgeschlagen. Also das hat hinten so richtig einen drauf bekommen. Zum Glück hinten und nicht vorne, wo die Festplatten sind. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, jetzt könnt ihr Holz gleich wieder wegbringen. Das hat gleich eine Menge Holz gebracht. Das ist schon euer mal gut. Befehl, Meister. So, wir brauchen einen Friedhof. Der ist für Upgrades euren und für die schönen Spinnen. Wenn tote Einheiten auf einer Verseuchung stehen, werden sie schneller regeneriert. Drei Ziggurats. Dafür brauchen wir Gold. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Dafür müssen die Akolyten um den um die Goldmine herumstehen und dann fördern die das. Ich beuge mich eurem Willen. Wir farmen jetzt erstmal ein bisschen Holz. Das kann nicht schaden. Ja, Meister. So. Also das Besondere, die können dann jetzt euer auch einfach Wille weggehen. Geschehe. Das ist ganz cool. Das ist wie bei dem Protoss in etwa. Wenn man jetzt an StarCraft denkt. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, eine Gruft brauchen wir. Da können wir Einheiten bauen. Ich gehorche mit Freuden. Am besten zwei. Ja, war der versichert. Die Deutsche Post will dann aber den Inhalt und das Paket zur Überprüfung. Wird ein Friedhof herbeigerufen, also, versorgt er die untote Armee mit jetzt frischen jetzt für 50 Euro Netzteil und für... Es ist mehr Gold für ein altes Gehäuse. Euer Wille geschehen. Die Beschwörung ist abgeschlossen, ja. Meister. Dann jetzt auf die Kiste zu verzichten nochmal, lohnt dann eigentlich auch nicht. Und die werden dann nachher eh sagen, Herr Bauer, da waren sie aber nicht gründlich genug für den Inhalt. Und ja, Pech gehabt. Zu schnell das mit Biegen und Brechen mit der Frau zusammen eingepackt. Ist halt Pech. Halle der Toten. Hört sich auch nicht schlecht an. So, verbleibende Paladine noch zu töten. 3 Stück. Ich glaube, Holz haben wir gleich wirklich genug. Die Ghule sind die Meister Holzhacker. Ich erwähnte das bereits. Sind die Helden. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Wir können auch eine Ghule bauen. Also ein paar Ghoul-Upgrades. Halle der Toten. Kann man machen. Stützpunkt haben wir errichtet. Aufgabe abgeschlossen. Oftmals Holz für die untote Armee. Das haben wir ja gleich was gemacht. Was ist das diesmal? Das Holz ist schon haben wir besser. Schon genug. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Den bauen wir aus. Dann kann er nämlich schießen. Und die können wir auch upgraden zu Wachtürmen, die Ziggurats. Die geben den Supply. Also hier oben das Food sozusagen. Das ist eigentlich ganz praktisch, dass man die auch gleich als Turrets benutzen kann. Vorsicht. Dieses Mal wieder Master in der ICQ-Info. Okay. Ah. Ich werde sehen, was ich einrichte. Das ist schon besser. Niemand erteilt mir Befehle. Haut sie um hier. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. Ausbau abgeschlossen. Endlich. Was ist es diesmal? So. Niemand erteilt mir Befehle.
Ausbau abgeschlossen. Ah, ja, ja, mit so einem Bauschaum auffüllen oder so, aber du musst ja erstmal alles Bauschaum mit einer Folie auslegen, ne? Das ist schon besser. Aber das hätte in dem Fall auch nicht geholfen, weil das da drumherum halt zu schlecht gesichert war. Vorsicht. Ich muss mir den Schuh anziehen. Endlich. Das ist ärgerlich. Ah, endlich. Es hätte schon noch schlimmer sein können. Frostmourne hat Hunger. So ist das leider manchmal. Endlich. Sprecht, Dummkopf. Warcraft 3 Strategiespieler Einsteiger geeignet? Auf jeden Fall. Was ist das diesmal? Ah, endlich. So. Vorsicht. Düdüdüdüdüm. Wo wollen wir jetzt hin? Niemand erteilt mir Befehle. Ich wünsche nur zu dienen. Ich gehorche mit Freuden. Elende Verräter! Ihr seid selbst eures Vaters Namens unwürdig. Hoppala! Mir ist unbegreiflich, wie Uther für euch eintreten konnte. Ihr habt ihm seine Ehre genommen, als ihr eure über Bord geworfen habt. Bla bla bla, ihr Mr. Freeman. Ihr verdient einen grausamen Tod. Vorsicht. Kurz endlich. Mal zurückziehen, wir sind zu wenige. Endlich. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Meine Ghouls sind alle tot. Vorsicht. Frostmourne hat Hunger. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Mehr Gold erforderlich. Was ist es diesmal? Sprecht, Dummkopf. Finger weg von meinem Fleischwagen. Was ist es diesmal? Endlich. Frostmourne hat Hunger. Vorsicht. Nächster Strategiegenre. Also wenn ich es von der reinen Spielzeit her festmache, dann wird es Warcraft 3 sein. Ich spiele aber genauso gerne Age of Empires 1. Das ist so meine Guilty Pleasure Erfahrung mit Echtzeitstrategie überhaupt. Niemand erteilt mir Befehle. Ich habe zwar auch Command & Conquer sehr gerne gespielt, endlich. Aber Age of Empires hat mich definitiv mehr gefesselt. Was liegt an? Was ist denn das hiermit? Können die Akolyten was reparieren? Ich beuge mich ja, eurem Willen. Wiederherstellen heißt das hier. Ululu. Eigentlich brauchen wir ja einen Akolyten zum Bauen. Ich wünsche nur zu dienen. Und für solche Aufgaben hier. Zum Repairen. Ja, StarCraft ist auch großartig. Keine Frage. Die Verdammten stehen bereit. Mein Schicksal ist besiegelt. Dieses Kinderzimmer-Video ist in der Zeit entstanden, wo ich dieser Warcraft 3 Sucht Vorsicht. Verfallen war. Niemand erteilt mir so zur Erläuterung. Befehle. Was ist das diesmal? So, die Masse muss es machen. Soll mein Blut vergossen werden. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sprecht, feiger Paladin. Sein Gottesschild da angemacht. Vorsicht. Endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. Was ist es diesmal? Vorsicht. So, kaputt ist er. Tötet eine angewählte befreundete Untoteneinheit, überträgt den Teil der Trefferpunkte auf den Todesritter. Auf
das Remaster von Age 1. Sprecht. Dumm. Ja, schon. Ich habe schon gefeiert, als es angekündigt haben. Frostmourne hat Hunger. Wobei das Originale halt auch für sich immer noch so ist, wie man es damals in Erinnerung hatte. Das ist der große Vorteil bei 2D-Spielen. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. Ich spiele das Spiel jetzt ja auch lieber in der 4:3 Auflösung. Also. Niemand erteilt mir Befehle. Ein Dingensbummens hier, ein Grabstein. Gibt's da was? Sprecht, Dummkopf. Gibt's nix. Das ist schon besser. Was ist das diesmal? Weiter geht's, Ritter kommt. Was liegt an? Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Was ist das diesmal? Was liegt an? Oh, ein bisschen Gas geben, ja. Möge das Licht euch gnädig sein. Euer Verrat hat Uther das Herz gebrochen. Er hätte ohne zu zögern sein Leben für euch gegeben. Und so dankt ihr ihm seine Treue. True Story. Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist das diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Tötet den Paladin! Sprecht, Dummkopf. Ah, endlich. Was ist das diesmal? Alle Spachteln gehen, die Spachteln können. Sprecht, Dummkopf. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Erteilt mir Befehle. Cossacks. Habe ich auch mal angeguckt, glaube ich. Das sah auch sehr, sehr cool aus, ne? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sprecht, Dummkopf. Bei wie viel Grad läuft die CPU? Ah, das ist eine gute Frage. Mach mal hier. Core Temp. So. Das ist so aktueller Stand. Wir können natürlich noch zusätzlich. Hey, jetzt hören wir es. Und wir sehen nichts. Hä? Donatet da gerade jemand was? Was ist hier los? Man weiß es nicht. Oder habe ich aus Versehen wieder einen Test gemacht? Den hört man jetzt so. Es verhält sich alles sehr merkwürdig. Moment. Meine Güte, was ein Radau hier in dem Raum. So, ist ein bisschen laut. Die Temperaturen sind entspannt. Wir können aber parallel dazu Prime laufen lassen. Custom. Bups. Wir gucken gleich nochmal rein. Dann sage ich euch das. Was ist das diesmal? Ja, ich habe gesehen, dass der JZ Elektronik einen da hat. Niemand erteilt mir Befehle. Und da ich meinen Ryzen 5 1600 verkauft habe. Vorsicht. Und ich von MSI ein Board zum Testen bekommen habe, brauchte ich so eine CPU. Hat dieses Land 70 Jahre regiert und ihr habt das innerhalb von Tagen ruiniert. So alt war er. Dramatisch, Uther. Showdown. Gebt mir die Urne und ich gewähre euch einen raschen Tod. In der Urne ist die Asche eures Vaters, Arthas. Wollt ihr sie ein letztes Mal schänden, ehe ihr sein Königreich dem Verfall überlasst? Ich wusste nicht, was darin ist.
Ist ja auch einerlei. Ich nehme mir so oder so, was ich will. Was ist das diesmal? Das ist der Level 10 Uta. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist das diesmal? Vorsicht. Was ist das diesmal? Vorsicht. Sprecht, Dummkopf. Bei Stronghold bin ich auch mit meiner ersten, mit meinen ersten PC-Erfahrungen gebrandmarkt. Mir persönlich gefällt Castles viel besser. Endlich. Obwohl das total pixelig ist und super simpler Burgenbau. Ich hoffe, dass die Hölle ein spezielles Plätzchen für euch reserviert hat, Arthas. Das erfahren wir vielleicht nie, Uta. Ich habe vor, ewig zu leben. Wusch, und weg ist er. Sprecht, Dummkopf. Die Urne zurückholen. We got this. Nein, er wird nicht mein Hauptsystem. Ausgezeichnete Arbeit. Nun kann eure Reise nach Kel'Thalas beginnen. Sagt ihm nichts. Nur ihr könnt mich hören. Man kann den Schreckenslords nicht trauen. Sie sind die Wächter des Lichtkönigs. Ich sage euch alles, wenn ich wieder auf Erden wandle. Ahoi, Don Perry. Ja, als Produktivsystem zum Rendern ist der Ryzen halt besser, ne? So, Temperature. Mit Prime am Start, seht ihr hier, 65 Grad. Ist geköpft. Kompaktwasserkühlung ist drauf, die 120er Arktik. 5 GHz. So, jetzt machen wir den Kram aber wieder aus. Ist jetzt natürlich ohne AVX. Mit AVX wird er ja wärmer, da läuft er auf 4,7 GHz. Jo, tu mal weg. Jo, weiter geht's. Wir wollen ja ein bisschen spielen hier. Ich möchte auch wissen, was beim RIP Sache ist. Verdammte Axt. Immer wieder diese Probleme. Unvorhersehbaren. In der Zwischenzeit in der Zitadelle, des Schreckenslords, irgendwo im Sog der Unterwelt. Ja, Köpfe macht's möglich. Oh, Schreckensparty. War was, ich erinnere mich. Läuft alles wie geplant, Tichondrius? Lord Archimond verlangt einen Bericht über die Geißel. Der junge Todesritter des Lichtkönigs macht seine Sache gut. Fast zu gut. Ich frage mich, ob Ner'zhul Hintergedanken für seine neuen Helden hegt. Auf lange Sicht bedeutet der Mensch nichts. Ner'zhul würde es nicht wagen, unsere Anstrengungen jetzt zu unterminieren. Wir müssen nur Sorge tragen, dass die Geißel anrichtet, wofür sie geschaffen wurde. Archimond lässt uns köpfen, wenn wir die Situation nicht meistern. Glaubt mir, Bruder, weder der Lichtkönig noch seine untoten Lakaien werden die Rückkehr der Legion gefährden. Sorgt dafür, dass es so ist. Lord Archimond macht kurzen Prozess mit Versagern. Ja, kümmere dich mal. Ich habe den Stream mit dem Super Nintendo aber nach den Sicherheitsupdates gemacht. Aber gut. Müssen wir mal sehen. Das wunderbare, das ewige Kel'Thalas. Seit meiner Kindheit war ich nicht mehr hier. Obacht! Jetzt hat's geklappt. Danke, Herr Snake. Lauern die Elfen im Hinterhalt. Die schwächlichen Elfen kümmern mich nicht, Totenbeschwörer. Unsere Streitmacht wird mit jedem getöteten Gegner stärker. Seid euch nicht so sicher, Todesritter. Die Elfen
darf man nicht unterschätzen. So ist es. Wir werden sehen. Schafft den Gefangenen her. Wo ist der Eingang zu deinem Land, Elf? Ihr werdet Kel'Thalas nie betreten, gefallener Prinz. Die Wälder selbst schützen unsere Grenzen und die verzauberten Elfentore unsere Hauptstadt. Eure kostbaren Tore werden mich so wenig aufhalten wie diese Bäume, kleiner Elf. Bringt die Fleischwagen. Wir verschaffen uns selbst Zutritt. So sieht's aus. Die Energien an diesem Ort sind stark. Tötet die Elfen. Zerstört ihre Bauten. Diese Stelle ist perfekt für unser Lager. Mit Vergnügen. Ja, gute Nacht, Proteus. Danke fürs Einschalten. Alarmiert die Wachposten. Ich beuge mich eurem Willen. Euer Wille geschehe. Ja, Meister. Was ist es diesmal? Komm, sagt der Fleischwagen, krieg ich Hunger. Die Toten sollen die Dunkelheit mich leiten. Nekros sind extrem cool. Wie der Schatten wünscht. Ich wünsche nur zu dienen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ich sehe nur Schwärze. Ups, meine Kapuze. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Ah, endlich. Das ist schon besser. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Sind wir hier? Frostmourne hat Hunger. Wald das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Da ist auch nix. Ah, endlich. Ihr seid hier unerwünscht. Say ich what? Ich bin Sylvanas Windrunner, Waldläufer-General von Silvermoon. Ich rate euch, kehrt um. Ha! Ihr solltet umkehren, Sylvanas. Reparieren! Der Tod höchst selbst ist in euer Land gekommen. Fleischwagen kaputt gemacht. Versucht es nur. Das Elfentor zum Inneren Königreich wird von unseren mächtigsten Zaubern beschützt. Ihr könnt nicht vorbei. Was liegt an? Die rastlosen Toten warten. Was ist es diesmal? Endlich. Frostmourne hat Hunger. Niemand die erteilt mir Befehle. Ich wünsche nur euer zu Wille dienen. Geschehe. So. Ich beuge mich eurem Willen. Friedhof brauchen wir. Mein Schicksal ist besiegelt. Ich gehorche mit Freuden. Mein Schicksal ist besiegelt. Euer Wille geschehe. Bisschen Holz. Nicht der Fleischwagen. Ja, dann kloppt doch hier Holz zuerst. Was liegt an? Sprecht, Dummkopf. Die sind halt echt extrem cool. Weil die 20 Holz auf einmal tragen. Vorsicht. Die Toten sollen dienen. Sprecht, Dummkopf. So. Endlich. Das ist schon besser. Ist da oben endlich. Nix? Ah, sieht so endlich. Aus. Jetzt wäre da was. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Vorsicht. Endlich. Das ist schon besser. Die Verdammten stehen bereit. Niemand erteilt mir Befehle. Die Beschwörung endlich. Ist abgeschlossen. Ah, endlich. Da komme ich gar nicht hoch. Frostmourne hat Hunger. Ist dann vermutlich doch nichts. Was ist es diesmal?
Hoffentlich so, taugt das mein was. Ein, der uns was bauen Erzul. Kann. Wie wäre es? Halle der Toten, Friedhof brauchen wir. Friedhof haben wir. Halle der Toten muss ich erstellen. Was ist denn die Halle der Toten? Halle der Toten ist hier das Upgrade, ne? Ja, okay. Euer Befehl, Meister. Und natürlich eine Gruft. Mein Schicksal ist besiegelt. So. Ziggurats ausbauen, zumindest zwei Stück zum Geisterturm. Ist nicht verkehrt. Angriffsupgrade für die. Wo soll mein Blut vergossen werden? Für die Ghouls? Ja, Meister. So. Niemand erteilt mir Befehle. Ja, die Protoss von Warcraft 3, also Protoss Zerg-Mashup, weil die Ghouls ja so an die Zerglinge erinnern. Endlich. Ausbau abgeschlossen. Frostmourne hat Hunger. Zerstört die Bäume mit den Ghouls oder Fleischwagen um Wege und Weiler der Hochelfen freizulegen. Was sind denn Weiler? Weiler geil. So. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Was sind Weiler? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Kannibalismus erforschen. Ja, letztes Mal war er schon erforscht. Jetzt muss ich ihn erst erforschen. Forschung abgeschlossen. Ist leider so. Mach den Weg frei. Das fertig ist, dann können wir hier auch das für die Nekros bauen. Abgeschlossen. Ich beuge mich eurem Willen. Ja, man kann auch Gebäude wieder wegschicken, das ist auch ganz praktisch. Ausbau abgeschlossen. So. Mein Schicksal ist besiegelt. Schlachthaus. Ich gehorche mit Freude. Fleischwagen. Eight-Core-Prozessor! Dankeschön! Sehr freundlich von dir! Nach jedem Reboot fehlt eine andere. Ja, dann kommt das irgendwie mit dem Sharing nicht zurecht, ne? Damn it! Ja, Rip, dann schmeiß die Star-Tech raus, schickst du sie mir. Und lässt du vielleicht den X16-Slot frei oder so. Die Toten sollen dienen. So, ja, hier wird schön der Ground gebombt. Vorsicht. Waldi, moin. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Auch frei bomben. Ah, da sind Nachtelfen hinter. Frostmourne hat Hunger. Das ist doch nett. Yeah, Ravi Liebe. Ich hab dir, Rip, ich hab dir auch eine passende Slotblende als Platzhalter eingepackt. Falls dann da nichts mehr geht. Erhöht die Lebensdauer der Skelettkrieger. Bessere Totenbeschwörer. Und da können wir auch Totenbeschwörer beschwören. Hier können wir Fleischwagen bauen. Vielleicht bauen wir noch so ein Totenbeschwörer-Beschwörer-Ding. Ich gehorche mit Freuden. Und noch Ziggurats. Euer Eins. Wille geschehe. Zwei. Es ist mehr Gold erforderlich. Mein Schicksal ist besiegelt. So. Holz haben wir erstmal genug. Good old Warcraft. So. Niemand erteilt mir Befehle. You don't say. Da den Boden bomben. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Forschung abgeschlossen.
Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Es ist mehr Gold erforderlich. Hoffentlich taugt das was. Ja, nimm mal die Nekros mit. Was ist das diesmal? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Auch ein Platz für die Ghouls. Niemand erteilt mir Befehle. The Undead's coming. Ach! Endlich. Fallen die uns in den Rücken. Wir sind umzingelt. Vorsicht. Die Toten sollen dienen. Forschung abgeschlossen. Was ist es diesmal? Was ist des Schattens Begehr? Für den Lichtkönig. Dummkopf. So, Skelettkrieger, kommt her. Hallo. Geht ihr schon mal vor. Wer hat Kenny getötet? F5, F5. Cracky hat es nicht mitbekommen. Ja, mein Internet. Das ist toll. Die Schatten lockten. Absolute Burner ist mein Netz. Hoffentlich taugt das was. Die Toten sollen dienen. Piep, 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 piep. Hallo Handy. Whatever that was. I don't know. Meine Streams sind einfach zu hart. Zu hart für den ollen Router, ja. Die Schatten lockten. Was ist des Schattens Begehr? Begehr. Möge die Dunkelheit mich was leiten. Was ist das diesmal? So, das ist schon mal gut. Also so ein Heilbrunnen ist natürlich nie verkehrt. Niemand erteilt mir Befehle. So richtig weit sind sie jetzt auch nicht die gekommen. Die Toten sollen dienen. Was ist das diesmal? Nee, war nichts Wichtiges. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist des Schattens Begehr? Was ist das diesmal? Yes. Noch mehr Elfen. Heil den armen Ghoul! Vorsicht. Endlich. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Haben wir hier einen Shop? Sprecht, Dummkopf. Das was? Der gute Junge hatte ein Level Up. Rolle des Stadtportals gibt's hier. Mana-Trank. Kauf mal. Ist voll. Ach, mein Inventory ist voll. Goddammit. Was ist das diesmal? Kann ich was verkaufen? Das ist schon besser. Ja, Mann. Lasst euch Zeit. Schaut euch um. Oh, so toll. Schaut euch um. Bitte sehr. So. Und die Aura wieder. Pimpen. Die Toten sollen dienen. Genau, macht mal. La 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 la. Knister, knister. Hoffentlich tauscht Sprecht, das was. Dummkopf. Rennt voraus. Endlich. Das ist schon besser. Was ist des Schattens Begehr? Unheilige Raserei. Faszinierend. Wie der Schatten wünscht. Was ist das diesmal? Geht's ab. Ah, endlich. Hoffentlich taugt das was. Vorsicht. Die Toten Niemand erteilt dienen. Mir Befehle. Hoffentlich taucht das was. Für den Lichtkönig. Vorsicht. Sprecht. Halt doch den Scheiß hier an. Das ist schon besser. Streamvorschau ist wegen der Sicherheit natürlich angegangen.
Niemand erteilt mir Befehle. Ja, ein Spachtel doch. Was ist des Schattens Begehr? Möge die Dunkelheit mich leiten. Mach doch den Turm down. Dummkopf. Blickst du zugenäht. Was ist das diesmal? Endlich. Ist das Wildrunner wieder? Hoffentlich taugt das was. Vorsicht. Das ist schon besser. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist des Schattens Begehr? Was ist es diesmal? Endlich. Die rastlosen Toten warten. Für den Lichtkönig. Die Toten sollen dienen. We need support. Vorsicht. Unsere Streitkräfte werden mir Befehle. Unsere Waldarbeiter. Sprecht, Dummkopf. Wir hier der Party join. Vorsicht. Wir hauen mal da die Bogenschütze in die Nähe. Wir gehen mal essen. Gute Nacht allerseits, Professor Teletom. Hau rein, Hein. Schön, dass du dabei warst. Genau, man muss die Einheiten nur ärgern und dann labern die richtigen Quatsch. Was ist des Schattens Begehr? Hoffentlich taugt das was. Die Toten sollen dienen. Das Magier-Duell hier. Die Dunkelheit mich leiten. Die rastlosen Toten warten. Frostmourne hat Hunger. So, meine Holzbros sind auch da. Mein Leben für mehr. Es ist mehr Gold erforderlich. Oh, Goldmine für Hexen kostet 300 Gold. Leck mich in den Tisch. Es ist mehr Gold erforderlich. Euer Befehl, Meister. Kann ich die Mine nicht verhexen, nur weil da noch Arbeiter rein und rausgehen oder was? Jetzt geht's. Die Zahl ist besiegelt. Wo soll mein Blut vergossen werden? Was ist es diesmal? Haben wir ja noch ein paar holzhackende Ghouls, ne? Aber Hauptsache 12er Gruppe Necros. Sprech, Dummkopf. Endlich. Die rastlosen Toten warten. So, zerstört den Stützpunkt der Hochelfen. Ja, das Elfentor bewacht. Den sollen wir zerstören. Okay. Gut, wir machen jetzt erstmal den hier kaputt. Niemand erteilt mir Befehle. Kann ja auch nicht schaden. Die verdammten Schatz. Build more cigarettes. Mein Leben für Ner'zhul. Ich wünsche nur zu dienen. Mein Schicksal ist besiegelt. Die Verdammten stehen bereit. Doch, euer Wille geschehe. Ja, Meister. Die Upgrades haben wir alle. Fleischwagen brauchen wir eigentlich keine. Hoffentlich taugt das was. Das ist schon besser. Die rastlosen Toten warten. Was ist das diesmal? Sollen wir dir helfen, mein Freund? Dienen.
Die Beschwörung ist abgeschlossen. Mein Leben für Ner'zhul. So, so eine Mine muss man dann immer sichern mit Ziggurats. Ich horche mit Freuden. Mein Schicksal. Die kann man dann ja ausbauen zu Türmen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Niemand erteilt mir Befehle. Für den Lichtkönig. Was die Beschwörung ist abgeschlossen. Toten warten. Hoffentlich taugt das was. Möge die Dunkelheit mich leiten. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist des Schattens Begehr? Vorsicht. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Mana-Bohnen. Das ist ja nett. Die Beschwörung was ist oh shit. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Wow! Mr. Robot! Sag schön, Drow, 33. Niemand. Sehr nett von dir. Mana-Brunnen ist natürlich einfach Gold jetzt für meine Nekros. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Ah, endlich. Vorsicht. Frostmourne hat Hunger. Mana, die rastlosen Toten. So, oh, volle Nekros, jawoll. Hm, holzkloppende Ghouls hier, keine. Ja, ja, nicht den Link bitte anklicken. Dieser Quatsch, der da kommt manchmal. Furchtbar. Sprecht, Dummkopf. Endlich. So. Aber wenn wir jetzt noch ein paar Leichen zusammen haben, dann kann man schon ein paar. Paar Leute da aus dem Boden stampfen. Was ist das diesmal? Die Toten sollen dienen. Wie der Schatten wünscht. Vorsicht. Auf Basis des Schattens beginnt. Niemand erteilt mir Befehle. Hoffentlich taugt das was. Was ist es diesmal? Frostmourne hat Hunger. Endlich. Die rastlosen Toten warten. Niemand erteilt mir Befehle. Hoffentlich taugt das was. Die rastlosen Toten warten. Ja. Endlich haben wir das Elfentor erreicht. Zum Angriff! Das Elfentor! Die Toten sollen dienen. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist des Schattens Begehr? Die Toten sollen dienen. Nekros an der Front ist natürlich eher suboptimal. Dunkelheit mit Leichen. Faszinierend. Gute Nacht, Master. Danke fürs Einschalten. Boah, jetzt geht's ab hier. Jetzt geht's ab hier. Was ist des Schattens Begehr? Hoffentlich taugt das was. Die rastlosen Toten warten. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Niemand erteilt mir Befehle. Wie der Schatten wünscht. Sprecht, Dummkopf. Ganz viele Wiederbelebte hier. Ja, bis zum nächsten Mal, Acorn-Prozessor. Und Dankeschön für die Unterstützung. Ja, das ist die Untoten-Kampagne. Also die zweite richtige Kampagne im Hauptspiel. Niemand erteilt mir Befehle. Reign of Chaos. Frostmourne hat Hunger. Was ist des Schattens Begehr? Für den Lichtkönig. Endlich. So ein paar Fleischwagen wären jetzt auch hilfreich gewesen, aber. Wieder.
Der da. The Last Sneaky, dankeschön. Wie geil ist das denn bitte? Was ist das diesmal? Unsere Goldmine ist eingestürzt. Warum kommt denn jetzt wieder kein Alarm? I don't understand. Das ist alles so random. Ich beuge mich eurem Willen. So, Goldmine wird verkauft. Ja, weiß. Sprecht, Dummkopf. Die rastlosen Toten warten. Niemand erteilt mir Befehle. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Du. Ah, das sind Ghouls. Ihr könnt ja auch mal mithelfen gehen. So viel Gold. Holz. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Hoffentlich taugt das was. Faszinierend. Was ist das diesmal? Die Toten sollen dienen. Vorsicht. Jetzt, Frostmoon. Die rastlosen Toten warten. Sprecht, Dummkopf. Frostmoon hat Hunger. Jetzt werden wir halt das kaputt machen. Was ist das diesmal? Da müssen wir nur das Tor zerdeppern, oder? Wir müssen das ganze Lager zerlegen hier. Reinforcements on the go. Selber unter Druck setzen, oder? Was ist des Schattens Begehr? Unsere Streitkräfte werden oh yes. Shindo Falana, zurück zum zweiten Tor, zurück. Das Elfentor ist gefallen. Vorwärts, meine Krieger, vorwärts zum Sieg. So sieht's aus. Yeah. Gewonnen. Wenige Augenblicke später, direkt hinter dem zerstörten Elfentor. Repariert es! Versucht es doch! Furchtbares Gemetzel. Zurück zu den Bäumen. Dieses Tor habt ihr erobert, Schlechter. Beim zweiten wird euch das nicht gelingen. Das innere Tor nach Silvermoon kann nur mit einem speziellen Schlüssel geöffnet werden. Und den werdet ihr nie bekommen. Das ist Zeitverschwendung, Weib. Ihr könnt dem Unausweichlichen nicht entkommen. Glaubt ihr, ich fliehe vor euch? Offenbar habt ihr noch nie gegen Elfen gekämpft. Oh, yeah. Verdammtes Weib! Wir müssen einen anderen Weg über den Fluss finden. Die drei Altäre der Hochelfen zerstören. Alle drei Mondkristalle sammeln. Seid gegrüßt, Todesritter. Ich war vorwärts. Gruftbestien. Trefft eure Wahl. Wir dienen. Die Zeit ist gekommen. True Story. Niemand erteilt das mir Befehle. Sprecht, ja, Dummkopf. Genau. Die rastlosen Toten warten. Mein Leben für Ner'zhul. Niemand erteilt mir Befehle. Lass mal irgendwo mal wieder ein Lager aufschlagen. Ah, hoffentlich. Endlich. Ich beuge was. Mich eurem Willen. Was ist es diesmal? Wie rastlos soll mein Blut vergossen werden?
Lord Arthas, die müssen wir einfangen. Unsere Streitkräfte können die Flugbestien nicht angreifen. Wir müssen handeln, ehe wir zu Asche werden. Keine Angst. Die Gruftbestien können sie zu Boden zwingen. Sprecht, Dummkopf! Was ist des Schattens Begehr? Vorsicht! Niemand erteilt mir Befehle. Ich beuge so, mich eurem Willen. Einmal Goldmine. Ich gehorche mit Freuden. Und natürlich einmal Nekropole. Mein Schicksal ist besiegelt. Sprecht, Dummkopf. Die rastlosen Ich wünsche Punkten nur warten. Zu dienen. Ich gehorche mit Freuden. Vorsicht. Die Toten sollen Wo soll dienen? Mein Blut vergossen werden? Ja, Problem Zeppelin! Yay! Was? Was ist es diesmal? Was ist des Schattens Begehr? Was? Ich hab's! Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Die Toten sollen dienen. Sprecht, Dummkopf. Sprecht, Dummkopf. Ich wünsche nur zu dienen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Vorsicht. Niemand Die erteilt Beschwörung mir ist Befehle. Abgeschlossen. Vorsicht. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Ah. Kommt nur, wenn ihr was wollt. Sprecht, Dummkopf. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Was ist des Schattens Begehr? Was ist es diesmal? Unsere Streitkräfte werden Wo angegriffen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Mehr Ziggurats. Euer Wille geschehe. Ja, Meister. Dort kann ich nicht beschwören. Holy shit! Vorsicht! Endlich! Ah, endlich! Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. Mist. Was ist es diesmal? Frostmourne hat Hunger. Vorsicht. Endlich. Endlose Pein wird euch erwarten. Naja, wir haben ja einen Heiltrank dabei. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Euer Befehl, Meister? Dann brauchen wir einen Friedhof. Euer Wille geschehe. Und zumindest mal eine Gruft. Ich gehorche mit Freude. Unsere Streitkräfte werden besser angegriffen. Gleich zwei. Mein Schicksal Die Verdammte ist auf sich beschwören. Ich gehorche mit Freude. Es ist mehr Gold erforderlich. Mein Schicksal ist besiegelt. Sprecht, Dummkopf. Ja, läuft bei euch. Sehr gut. Hoffentlich taucht das was. Möge die Dunkelheit mich leiten. Übrigens, die Beschwörung ist abgeschlossen. True Story. Unsere
Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die rastlosen Toten warten. Niemand erteilt mir Befehle. Was haben wir da? Mondkristall. Das erste Schlüsselteil. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Dieser Mondkristall ist Bestandteil des Schlüssels der drei Monde. Die beiden anderen Kristalle müssen gefunden werden, soll das Elfentor sich auftun. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Was ist es diesmal? Die Gruftbestien sind echt cool, weil die halten ein bisschen mehr aus, diese netten Spinnen. Ich beuge mich eurem Willen. Mal drei Ghouls, die ein bisschen Holz kloppen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Verdammten stehen bereit. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Endlich. Die rastlosen Toten warten. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Ich wünsche nur zu dienen. Was? Ich werde angegriffen? Ja, Meister. Vorsicht. Ah, endlich. Endlich. Das ist schon besser. Say what? Ihr Schweine! Ich beuge mich eurem Willen. Das ist schon ein bisschen schlecht jetzt. Finger weg von meinen Akolyten! Euer Befehl, Meister, euer Wille geschehe. Ich gehorche mit Freude. Euer Wille geschehe. Mein Schicksal ist besiegelt. Mist! Wir verlangen weiteres Holz. Mein Leben für Ner'zhul. Ich gehorche mit Freuden. Sprecht. Goddammit. Die Verdammten stehen bereit. Gibt's gar nicht. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich wünsche nur zu dienen. Diese Säcke. Niemand erteilt mir Befehle. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Euer Befehl, verdammte Meister, stehen bereit. Euer Wille geschehe. Ja, Meister. Die Verdammten stehen bereit. Ich beuge mich eurem Willen. So, da sind 5 am Start. Hier sind es 2, also muss ich noch 2 bauen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Müssen wir Hütten bauen? Mein Die Leben Verdammten stehen bereit. So. Ich wünsche nur zu mein dienen. Leben für Ner'zhul. Ich beuge mich eurem Willen. Mein Leben für Ner'zhul. Die Verdammten stehen Die bereit. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, wo ist der eine? Da. Euer Befehl, Meister. Ich beuge mich eurem Willen. Multimedron!
Dein Schicksal ist besiegelt. Forschung abgeschlossen. So. Macht immer hier weiter kaputt. Das ist nämlich irgendwie so ein Teleportationsschrein. Oder war der Goblinladen? Da war noch ein Goblinladen. Können wir mal eine Gruftbestie bauen. Jetzt sind wir auf Gruftbestien jetzt gehen hier. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ja, alle an die Mine. Steht da rum, als wüsstet ihr nicht, wo... wo der Weg lang geht. Meine Güte. Was denn für Geräusche? Als wäre ich von so einem Typen angegriffen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Die Zeit ist gekommen. So. Also, das lernen wir daraus. Bauen wir noch ein Ziggurat hier oben. Ich gehorche mit Freuden. Schleudere die Puschen zu Poden. Zerber, moin, grüß dich. Ja, Meister. Wir verlangen weiteres Holz. We need more wood. Wow. Ah, da gibt es noch mehr Upgrades, wenn wir die Halle der Toten haben. Da arbeiten wir ja gerade dran. Und hier ist jetzt alles weg. Portal. Vorsicht. Sehr gut. Was ist das diesmal? Wohin führt das denn? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ach, da drüben! Ah, zurück! Tschüss! Das ist schon besser. Hey, sie ist uns gefolgt. Endlich. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Es ist mehr Gruftbestien. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. So. Brauche ich natürlich auch mal wieder Nekros oder so, aber dafür brauchen wir erst das Upgrade. Jako, dankeschön. Friedhof beschwören. Friedhof haben wir. So, die da rein hier. Vorwärts. Ausbau abgeschlossen. Neunudelhype. Zu dienen. So. Tempel der Verdammten, einer reicht. Mein Schicksal. Und nicht so viele Nekros wie gerade eben. Wollt ihr mir tun? Ich war's. Sprecht, Dummkopf. Na dann, mal rüber da. Party machen. Frostmoon hat Hunger. Die kann er nämlich schon wunderbar besser heilen hier. Endlich. Da das so nette Distanzkämpfer sind, geht das auf jeden Fall gut Willen ab. So. ZTV, KDV, KDVZ. Oh, no. Verteidiger! Holzklopper! Kommt eurer Pflicht nach. Ich wünsche nur zu dienen.
Die Beschwörung ist abgeschlossen. Vorsicht. So, das hier läuft. Ah, endlich. Weiter geht's. Wo soll mein Blut vergossen werden? Es ist mehr Gold erforderlich. Sprecht, Dummkopf. Heilen Sie ihn! Frostmourne hat Hunger. Vorsicht. Ja, nicht mehr viel, oder? Das ist schon besser. Sprecht, so, perfekt. Dummkopf. Euer Befehl, Meister. Den alten Mann ein bisschen spielen lassen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Stehen bereit. Ich gehorche mit Freuden. Forschung abgeschlossen. Mein Schicksal ist besiegelt. Die Verdammten stehen bereit. Forschung abgeschlossen. Euer Wille geschehe. Die Verdammten stehen bereit. So, der ist wieder da. Niemand erteilt mir Befehle. Ah, endlich. Eigentlich brauchen wir ja Fleischwagen für sowas. Aber die Türmchen sind echt nicht stark. Moin, Psychostiefel! Was ist das diesmal? Das ist schon besser. Ah, endlich! Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf! Vorsicht! Das ist schon besser. Ich wünsche nur zu dienen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ich wünsche nur zu dienen. 4 Tück, einer fehlt. Wollt ihr mir drohen? Normalerweise nicht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Niemand erteilt mir Befehle. Die Verdammten stehen bereit. What the hell? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Sprecht, Dummkopf. Ah, endlich. Soweit so gut. Reinforcements. Euer Befehl, Meister? Mehr Gold. Wir brauchen Zigarren. Wo soll mein Blut vergossen werden? Bei 90 ist das Foodlimit voll. Meister. Euer Wille geschehe. Ich warte. War echt ein ganzer Zwölfertrupp. Na komm, lass mal 2 hier zur Überwachung. Die Zeit ist gekommen. Vorwärts. Immer noch 12. Ich warte. What the hell? Niemand erteilt mir Befehle. Spiel das the simple way. Aber so macht's Spaß. Vorwärts. Vorsicht. Hallo. Niemand erteilt mir Surprise. Befehle. Jetzt gucke ich hier unten einfach, wer auf den Sack kriegt. Und dem schmeiße ich dann so ein Todesmantelpaket ins Gesicht. Endlich. Whoops. Dann geht's ihm wieder besser. Kopf. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Wenn er natürlich zu schnell auf den Sack kriegt, dann ziehe ich ihn erstmal zurück. Vorsicht. Endlich. Niemand erteilt mir. Dann kann er sich wieder einreihen. Was ist das diesmal? Ja, ich habe auch Zivildienst gemacht, also ich habe auch verweigert. Erzählt, dass mir die Storys von meinem Opa aus Gefangenschaft und dass ich nicht was, was er alles erlebt hat, dass mir das gereicht hat. Und dann habe ich den Zivi gemacht.
sprecht, Dummkopf. Ich weiß gar nicht, wie lange musste ich den denn noch machen? Niemand, ich glaube, 10 Monate war es. Das war schon sehr human. Wobei ich das gern gemacht habe. War eine schöne Zeit. Vorsicht. Im Altenheim. Brote geschmiert. Essen angereicht. Schmutzwäsche durch die Gegend gekarrt. Jetzt werdet ihr leiden. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. Endlich. Was ist es diesmal? Vorsicht. Jetzt, Frostmoon. Ah, das Türmchen kaputt hier. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist das diesmal? Mana-Trank saufen? Ja, komm. Ah, endlich. Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. Frostmoon hat Hunger. Ah, endlich. Komm, joint mal der Party hier. Vorsicht. Was ist es diesmal? Jo, wie geht's mit meinem Schlüsselbein? Mal abwarten. Endlich. Ich lege jetzt jeden Tag noch ein extra Nickerchen ein, um meinem Körper die Gelegenheit zu geben, dass dieser Knochen sich wieder verbinden kann. Ja, das läuft ja gerade auf dem Core i5-8600K mit einer RX480, wie du siehst. Vorsicht. So. Frostmoon hat Hunger. Endlich. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Say what? Ihr habt gemacht. Ich warte. Könnt ihr auch mal in euer Verderben laufen, mein Food Limit ist gleich eh voll. Diese Stille. Hat er gerade 8600K gesagt, auf 5 GHz. Ja, habe ich gesagt. Ups. Was das over the top ist, ist klar. Aber dass dieses Spiel immer noch verdammt gut ist, ist auch klar. Ja, bei Blizzard kannst du ja einfach deinen Key reinhacken und dann kannst du den Klassiker runterladen. Was ist ziemlich das diesmal? Gut. Das ist schon. Habe ich jetzt hier kein Schlüsselteil vorher mitgenommen? Der zweite Mondkristall ist unser. Muss irgendwo da noch weitergehen. Da hinten geht's noch weiter. Zwei Teile haben wir jetzt. Niemand erteilt mir Befehle. Die Mine brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ah, endlich. Was beim Hausmeister in meinem Altenheim? Ich hatte zu dem Zeitpunkt leider noch keinen Führerschein, sonst hätte ich auch den schönen Job an der Zentrale machen können. Wo die Jungs dann da die Krankentransporte gemacht haben und so ein Kram. Die Zeit ist vorwärts. Ja, wollt ihr mir drohen? So.
So, wo geht's denn weiter? Durch das Portal sind wir ja gekommen. Müssen wir hier übersetzen? Übersetzen. Vorsicht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Es wäre indes natürlich sehr hilfreich, wenn man einen Fleischwagen mitnehmen würde. Das ist aber gerade so da durchgekommen. Ich beuge mich eurem Willen. Ich kann ja mal zwei Schlachthäuser bauen. Mein Schicksal Geld ist ohne Ende besiegelt. Dort kann ich nicht beschwören, Wille geschehe. Ja, Meister. Euer Wille geschehe. Unsere Goldmine ist fast erschöpft. So. Niemand erteilt mir Befehle. Wo war denn das Goblin-Ding hier? Wollt ihr mir drohen? Wollt ihr mir drohen? Könnt ihr das reparieren? Was? Wo soll mein Blut vergossen werden? Reparier mal. Wollt ihr mir drohen? Wululu. Volle Kraft Euer Befehl, raus. Meister. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Können Sie sich natürlich hier vorne auch durchboxen? Da ist auch wieder so ein Portal, ne? Haben wir das schon mal genutzt? Was ist das diesmal? Fragen über Fragen. Wollt ihr mir drohen? Ich warte. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Das ist so krass, wie viele Gruftbestien da reingehen. Wollt ihr mir drohen? Wollt ihr mir drohen? Volle Kraft voraus! Hier ist auch ein Portal, oder nicht? Das ist gefährlich. Gefährlich, dude. Dann halt hier rüber. Das Portal ist am besten, ne? Niemand erteilt mir Befehle. Hol mir den Chef auch noch dazu. Party. Vorsicht. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Sprecht. Oh, naus. Ah, endlich. Frostmourne hat Hunger. Hallo. Endlich. Surprise. Endlich. Das ist schon besser. Was ist das diesmal? Ah, endlich. Focus Fire. Erst den Heiler hier. Und jetzt. Niemand erteilt mir Befehle. Tut mir leid, Mrs. Windrunner. So. Komm, hauen wir gleich den Altarblatt, dann haben wir den dritten Schlüssel und dann ist es hier fertig. Vorsicht. Sollten wir aufhalten hier mit so einem Quatsch. Das ist schon besser. Mach den Altar kaputt. Niemand erteilt mir Befehle. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist das diesmal? Das ist schon besser. Wer damit? Endlich. Fertig. Niemand erteilt. Endlich. Der dritte Mondkristall. Der Schlüssel der drei Monde ist komplett. Drei Monde. Oh.
Arthas zum Tor führen. Alright. Vorsicht. Tschüss, danke für den Schlüssel. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ihr habt gelottet. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Frostmoon hat Hunger. Vorwärts. Reinforcements. Ich muss mal rüberschippern, ne? Ich warte. Der weiß jetzt nicht, wo er hin soll, der Zeppelin. Hoffentlich taugt das was. So, wo müssen wir denn da lang? Können wir den hier übersetzen? Oder müssen wir da oben durch das Portal? Nee, oder? Das Portal. Das Portal führt darüber. Da war ein Portal. Das müssen wir einfach rübersetzen. Kann natürlich sein, dass hier in der Ecke noch eins ist. Aber es wird schon laufen. Die Zeit ist gekommen. Müssen noch einen zum Shoppen schicken. Ich beuge mich eurem mein Leben für Ner'zhul. Können das normale Einheiten? Muss eigentlich gehen, die Toten sollen dienen, wie der Schatten wünscht. Was ist des Schattens Begehr? Nee, könnt ihr nicht, ne? Kein Schutzherr in der Nähe. Also muss ein Held in der Nähe sein. Wollt ihr mir drohen? Wo ist er denn da? Niemand erteilt mir Befehle. Ich hab's. Ich wünsche nur zu dienen. Repariert das Ding. Was? Und dann gehen wir shoppen. Reign of Chaos ist das Original, ja. Randalierer-Goblins. Ich lache der Gefahr ins Gesicht. Gegen Gold kann man hier spyen, das ist cool. Guck mal, da können wir da absetzen. Naja, lächerlich. Gäbe es hier oben ein Portal? Fragezeichen. Auf die Front verliert. So, okay. Vorsicht. La 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 la. Die rastlosen Toten warten. Wo ist mein dritter Zeppelin? Befehl, Meister. Hat sich ein Akolyt versteckt. Mein Schicksal ist besiegelt. Mal rein da. So, langt. Angriff! Alles ausgeladen, wunderbar. Niemand erteilt. Komm, Arthas, bring deinen Kram weg. Lass den Chef da mal durch. Was ist das diesmal? Ungläubige. Ungläubige haben jetzt die Mission beendet. Endlich, genau. Die Tore haben sich aufgetan.
Wenn wir mit Sylvanas fertig sind, gehört das innere Königreich uns. Und damit werden wir heute auch Schluss machen. Kurz vor eins. Ihr verfluchten Monster, wie kann man euch zurückschlagen? Das Waldläufer-Weib geht mir gehörig auf die Nerven. Hast du einen AGP-Treiber installiert, Soul Challenger? Für den Chipsatz. Sieg! Silvermoons Untergang. Wenig später am Rande der Elfenhauptstadt Silvermoon. Gut gemacht. Bis jetzt. Doch die wahre Prüfung steht euch noch bevor. So ist das. Und das werden wir uns dann anschauen beim nächsten Mal. Wenn wir dann mit Kapitel 5 weitermachen. Jetzt haben wir hier schon 4 Missionen abgeschlossen. Geht ein bisschen langsamer los, irgendwie die Untoten-Kampagne. Man muss da mehr aufpassen, was so Sache ist. Wieso? Ist doch cool. Ob ich morgen streame, gut möglich, mache ich immer ganz davon abhängig, wie es mir geht. Ne? Also bitte da ein bisschen Rücksicht nehmen, aber es ist gut möglich, dass ich morgen Abend dann hier mit Warcraft 3 weiterspiele. Danke fürs Einschalten, Prost, danke für die Unterstützung, danke fürs Folgen, danke für das Riesen-Abo, Toni, du bist verrückter Hund. Und ich muss dir zurückschreiben, tut mir leid, es ist im Moment, geht's alles ein bisschen drunter und drüber. Heute haben wir das dicke Thema mit dem Transportschaden da beim RIP und ich möchte mich gleich auch informieren über den aktuellen Stand, wenn der junge Mann denn noch wach ist. Ansonsten kommt gut in den Samstag, in das Wochenende. Den haben wir ja jetzt schon erreicht. Macht's gut. Tschüss. Dankeschön. War wie immer mir eine große Freude. Winke zum Abschied. Zumindest mit der einen Hand. Ciao.